Über 1000 Besucher flanierten durch den Kaltener Schlosspark im Wilhelmstal. Grund dafür war das Eröffnungsfest des Kultursommers in Nordhessen. Bei herrlichem Sommerwetter kamen die Gäste voll auf ihre Kosten. Ein Tag mit einer ganz besonderen Note. Einen solchen Mix von Kultur, Ambiente und kulinarischen Genüssen findet man nur selten. Also es ist so, dass hier wirklich gute Kultur geboten wird und man eine ganz niedrige Schwelle hat. Normalerweise gehen Sie an ein Konzert, müssen sich sehr fein anziehen, sitzen vielleicht noch auf unbequemen Stühlen, dürfen sich eine Dreiviertelstunde nicht räuspern und im schlechtesten Falle klatschen Sie an der falschen Stelle. Und hier kann man sich einfach hinsetzen, kann ein Glas Sekt trinken, kann die London Brass hören, kann ein Streichquartett hören, Folk, Swing, Jazz, alles haben wir dabei. Wenn man keine Lust mehr hat, geht man weiter. Man trifft wunderbare Leute und es ist eine ganz andere und entspanntere Atmosphäre, die wir hier bieten können. Damit die Atmosphäre noch entspannter rüberkommt, hat man seit Jahren einen Profi vor Ort, der im kulinarischen Bereich seinesgleichen sucht. Auch er ist von der Veranstaltung immer wieder begeistert. Also das besondere Feeling hier ist, dass wir einen ganz, ganz schönen Mix haben. Also angefangen bei den Leuten, die ihr Picknick mitbringen, die sich aufs Deckchen setzen, die ihre tollen Sachen selbst dabei haben. Oder aber auch die sagen, ach komm, wir bringen uns ein bisschen Picknick mit. Holen uns aber ein bisschen Thai oder ein bisschen eine Bratwurst oder gebackene Kartoffeln zu unserem Picknick dazu. Oder wir bieten halt ein Barbecue an, wo man vom Vorfeld aber reservieren muss. Dann kannst du für 22 Euro kannst du dir ein Buffet kaufen sozusagen. Und da gibt es dann Frisches vom Grill, von der Garnele über Lammkotelett, über einen Puten oder einen Schweinesteak, ein Bratwürstchen. Tomate, Mozzarella, Krautsalat, ein bisschen grünen Spargel. Einfach so einmal quer durch den Garten und kommt super an. Super an kommt die Eröffnungsveranstaltung des Kultursommers Nordhessens auch bei den Städten und Kommunen. Sie nutzen die Bühne, um sich selbst eindrucksvoll den zahlreichen Gästen zu präsentieren. Ja, wir sind hier im Auftrag von Kassel Marketing, vor allem Tourismus, um das anzukurbeln. Und auch bewusst werden zu lassen, was halt in der nächsten Zeit in Kassel ansteht. Jetzt hier zur Eröffnung des Kultursommers, dann im Anschluss daran sind ja in den nächsten Jahren besonders große Dinge, die dann kommen. Im nächsten Jahr die Deutsche Leichtathletikmeisterschaft in Kassel, im Jahr darauf die Documenta in Kassel und im Jahr darauf die 1100-Jahr-Feier und möglicherweise auch natürlich, dass wir dann Weltkulturerbe werden mit den Wasserkünsten. Wir wollen darauf hinweisen, wie wir in Kassel Führungen durchführen, dafür Interesse wecken und das Ganze natürlich durch unsere auffällige Kleidung. Ja, und damit wollen wir uns eben auch ein bisschen hier einfügen in das Bild, in das schöne historische Bild, was Kassel auch repräsentiert und auch, dass es hier ein bisschen festlicher wirkt und das zieht natürlich die Blicke auch auf sich, um ja, das zu repräsentieren, was wir eigentlich wollen. Um die kulturbegeisterten Fans jedes Jahr mit einem abwechslungsreichen und qualitativ hochwertigen Programm bei der Stange zu halten, ist viel Fingerspitzengefühl bei der Auswahl gefragt. Viele tatkräftige Sponsoren erleichtern hier natürlich die Arbeit. Unsere Sponsoren machen ungefähr ein Drittel unseres Etats aus. Das heißt, es ist natürlich sehr wichtig. Ein Drittel, ein gutes Drittel, fast 40% ist auch unser Honorartopf dick. Das heißt, man könnte es umrechnen. Und wir brauchen gute Künstler, qualitätvolle Auftritte, damit das Publikum kommt. Und wenn das Publikum kommt, interessieren wir auch Sponsoren, denen natürlich daran gelegen ist, dass sie Qualität unterstützen. Und das, denke ich, können wir in diesem Sommer gewährleisten. Ich will nennen zum Beispiel unsere Reihe Musik und Literatur, wo wir Bruno Ganz eingeladen haben, Eva Mattes, Cornelia Frobis ist zu Gast. Oder die ganze Klassikreihe. Da wird Sabine Meyer spielen, Grigori Sokolov, der wirklich einer der allerbesten Pianisten ist, wird in Bad Arolsen zu Gast sein. Und von dieser Seite haben wir noch sehr, sehr viel. Damit Sie sich die diesjährige Saison des Kultursommers Nordhessens in 49 Städten mit 66 Veranstaltungen noch einmal in Ruhe durchlesen können, schauen Sie einfach mal auf die Internetseite des Kultursommers. Dort finden Sie mit Sicherheit Ihre Highlights für den Kultursommer 2010.